Geht das? Wenn ich hier, nehme ich hier hin, teleportiere. Und jetzt Hausnummer, keine Ahnung, Uschgok oder wie er heißt, sage, soll Häuptling werden, geht das? Will, dass wir die Ursache dieser seltsamen Geräusche finden. In Mordor ist es immer los. Ignorier den Hauptmann einfach. Das probiere ich jetzt. Hier, komm Scheiße. her. Sich weiter so ranschleicht und Uruks einfach so tötet, dann müssen wir uns Augen auf dem Hinterkopf wachsen lassen. Beherrschen. Du wirst gehorchen. Todesdrohung befehligen. Ah, ups. Nee, vergiss es. Informationen. Ja, da gibt's ein paar, die ich noch nicht kenne. Dankeschön. Kannst du wieder abhauen. Ist einfach nur faul, oder? So was. Warum sonst springt er immer von Ort zu Ort? Das sind die Häuptlinge, ja? Ist Horcock auch ein Häuptling? Astusch, Grublik, ja. Das sind alles Häuptlinge. Kann ich irgendwie. Die Typen hier müsste ich finden, ne? Ah, da unten wäre der. Wieso hat denn ein Machtkampf mit dem, wenn ich beide. Ich hab doch beide. Leute? Was? Ah, der treibt sich auch da unten rum. Da unten rum. Mal schauen, ob ich den irgendwie zum Hauptmann machen kann. Häuptling, nicht Hauptmann. So. Dann will ich dahin, genau. Zu Garm. Kann ich nicht parkieren. Ist der in der Richtung? Nee, überhaupt nicht. Der ist die andere. Da. Da ist er. Dann komm mal her zu mir. Hi. So, perfekt. Du komm mal her. Widersetze dich nicht! Befehligen. Der Hauptmann, den du beherrschst, dient einem Häuptling als Leibwächter. Du kannst ihm befehlen, einen beliebigen Hauptmann zu ermorden, einschließlich seines Herrn oder ihn als Leibwächter eines anderen. Kann ich ihn nicht zum Häuptling machen? Was habe ich jetzt getan? Jagd jetzt verfügbar. Ach, damit er zum Häuptling wird, ja? Stell dir sicher, dass die Jagd von Garm der Teuflisch erfolgreich ist. Gerne. Er ist unter uns. Erzähle mir nicht mehr und schau. Schon bin ich weg. So, dann mache ich den mal hier zum Häuptling. Ich bin bereit für einen richtigen Kampf. Pass auf, was du dir wünschst. Du bekommst ihn vielleicht eher, als du denkst. Merk dir, wer hier das Sagen hat. Abschaum. Perfekt. Da bin ich da. Urks mal, ja, bla bla bla, passt schon. Also easy. Und der hat auch noch so viele Anhänger. Perfekt. Da kommt's her. Gule, gute, gute. Was tut er nur?
Ich kümmere mich um die hier und ihr und die da hinten, ja? Ist das so okay? Bin schon fertig hier. Ach, die spucken schon wieder Gift hier. Hör auf damit. Ihr kleinen wahnsinnigen Irren. Oh, das betäubt die Orks, aber tötet die Ghule. Weg! Ah, der lebt noch. Das war's, oder? Nee, einer lebt noch hier irgendwo. Nee, da sind noch sogar mehr. Oh krass, der geht ab. Mit seiner Armbrust. Aus, böser Ghoul. Sei doch auf hier. Perfekt. Und jetzt wieder zum Häuptling. Yes. Genauso wollte ich das. Denn jetzt kann ich... Wo ist denn? Ah, hier oben. Herr von Mordor, deine Streitkräfte erwarten deinen Befehl. Die Zeit ist gekommen, einen vernichtenden Schlag gegen die Schwarze Hand auszuführen. Auf das habe ich auch gewartet. Jetzt geht's los. Aber das ist das schon das Ende von dem Spiel, oder? Wäre aber schnell, oder? Ach, schon wieder Ghule. Ich hatte euch doch gerade. Lasst mich mal. Ihr kein Interesse, danke. So, mit Highspeed. Da wäre wieder ein Stein gewesen. Och, Steine. Bei dem Häuptling wurde der Kopf abgeschlagen. Warte, ich rieche etwas. So, hier. Perfekt. Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän. Ei. Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady. Sie sind hier. Orks. Das sind üble Zeitgenossen. Aber ich habe schon Schlimmere verschifft. Halt die Flanke gerade! Hey, nicht anfassen! Königin Marwyn, es tut gut, euch wohl aufzusehen. Die Boote sind bereit. Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert. Gut. Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will. Ich stehe in eurer Schuld. Wir schulden dir unser Leben, Talion. Setz diesem Wahnsinn ein Ende. Milady? Jetzt geht's los. Hier. Wir wussten, dass es so kommen würde. Gemeinsam werden wir in die Geschichte eingehen. Als die wahrhaftigen Bezwinger der Plage Mordors! Auf unser Schicksal! Erfüllt die Luft mit Urukschreien und tränkt den Boden mit Urukblut. Es sind aber nicht so wenige. Und ich habe nur 5? Wuhu! So mag ich das. Schöne Massenschlacht. Warte, nein, das machen wir anders.
Oh, verdammt. So, du gehörst mir. Nicht gut genug, Waldläufer, nicht gut genug. Du gehörst auch mir. Haha. Ja, da guckt doch blöd, was? Damit habt ihr nicht gerechnet. So, du gehörst auch mir. Ihr gehört alle mir. Meine kleinen Schweinchen. Du mit dem Schild. Auch meins. Du auch. Ups. Das war jetzt nicht wirklich die Absicht, aber passt schon. Jetzt gehörst du mir. Nee, immer noch nicht. What the fuck? Ist doch hier. Aber du gehörst mir. Du gehörst auch mir. Oder auch nicht. Na, was ist mit dir hier? Meins? Die letzte Abrechnung steht bevor. Die Festung der schwarzen Hand. Elegant drüber gerollt. Das ist eine Falle. Die Stille täuscht uns. Welche Art von Magie ist das? Folge meinem Willen. Wo rennen die denn jetzt alle hin? Kommt mal mit hier. Das ist tatsächlich schon das Ende vom Spiel. Ich meine, es gibt noch eine Menge Nebenmissionen und so. What? Jetzt sind die einfach weg? Haben sich verpisst? Lol. Wir waren ja jetzt hier, nein. Also, Leute. Ihr seid schon. Au. Junge, Junge. Ich habe dich nicht erwartet. Leben die noch? Die gucken mich an. Oha. Ich hoffe, meine Soldaten haben dir einen gebührlichen Empfang bereitet. Wo bist du? Zeig dich mir! Dies ist das Land des Throns. Die schwarze Hand ist auf der Suche nach. Doch ich werde dich mit Freuden höchstens. Der dunkle Herrscher verzeiht dir, Caleb Rimbor. Kehre zurück und verlasse diesen Menschenkörper. Steh auf und kämpfe. Zu welchem Zweck, Waldläufer? Caleb Rimbor ist ein Fluch. Schrei still! Und er kann dich jederzeit verlassen. Ja, das ist alles, was du bist, Waldläufer. Ein Wirt für den Ring. Er sieht dann doch schon ein bisschen gefährlich.